Natürlich würde ich Ihnen recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Ja, wir sind verantwortlich. Nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das der Tiere. Ich weiß nicht, Laura. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss es Ingen sagen. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Beeindruckende Gestik da draußen, wie eine Ballerina oder so. Ach, danke. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Ich... Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Gojo, hau ab. Gut, wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Das nenne ich ein gutes Versteck. Sie kommen. Dreckiges Stück. Idiot! Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren, sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen.
rätseln, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos! Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Manns genug sind, die Embryos zu holen, mach ich selbst. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell. Hey, Süße. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Hatschi! Hörmann! Hörmann! Ich hab sie! Karl Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass ich sie verloren habe. Ich habe Augen gesehen. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein, ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große, leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Geh weiter. Raus hier. Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh, um Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die, die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter? Zum Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Nachtsicht. Was ist los? Dad? Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen.
Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Sie hätten nur die Anleitungen lesen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Stimmt, wer ist jetzt? Oh, bitte nicht. Hier ist Artie Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen uns. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Artie, die Show ist vorbei. Laura, jetzt bin ich Ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Dornröschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke. Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Glauben Sie mir, wenn ich Sie küsse, erinnern Sie sich dran. Das wird niemals passieren. Ach, sagen Sie sowas nicht. Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Ich glaub nicht, Billy. InGen gibt uns echt viel Arbeit. Bin mir nicht sicher, ob ich den Geldhahn zudrehen will. Das verstehe ich. Aber mit der Kohle bräuchten wir nie wieder zu arbeiten. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Hast noch genug Zeit, bevor wir den anderen Helikopter rufen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam.
Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Mist. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Wo ist es? Ich weiß, ich... Ja! Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Du schlägst dich wirklich gut, Jess. Ich bin stolz auf dich. Danke, Dad. Das war super! Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Also, Yoda, wie sind Sie nicht gestorben, als der Helikopter abgestürzt ist? Tja, Oscar und ich sind vor dem Aufprall selbst rausgekommen, aber Nina braucht etwas Hilfe. Stimmt's, Oscar? Ich bin einfach froh, dass niemandem was passiert ist. Oh mein Gott, Sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool! Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache, nur ein normaler Kampf. Aber die sind so stark. Ich meine, wie haben sie... Wie viel können sie heben? Keine Ahnung. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Nicht? Mann, aber sie sind riesig! Dass ich keine Gewichte hebe, heißt nicht, dass ich nicht trainiere. Er will nicht zugeben, dass er eigentlich von Bigfoot abstammt. Wer war es noch gleich? Dein Opa? Dein Uropa? Vielleicht war es deine Mutter. Okay. Ich sag nichts mehr. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Wir haben ein Problem. Was ist los, Laura? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn es mit dem Dampf nicht stimmt. Wenn es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich weiß schon mal, da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern?
Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Versuchen können Sie später ausbaden. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar? Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin, das tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Niemals! Haben Sie etwa rumgemacht? Sagen wir so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Woher sollte ich wissen, dass Dinosaurier hier drin sind? Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber... Du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotional reif und braucht viel Lass Zeit. Es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt, das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc. Aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht? Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Irgendwelche Vorschläge, Mr. Yoda? Nein. Okay. Ich frage einen Erwachsenen. Also, welche Möglichkeiten haben wir? Ohne Waffen und Sprengsätze kriegen wir sie niemals auf. Zu sicher. Sagen Sie es mir. In solchen Momenten bin ich wirklich froh, keine Kinder zu haben. Ich habe meine Tochter seit knapp 6 Monaten nicht gesehen. Oh... nicht wie eine Rotzköre verhalten. Außerdem bin ich schwanger. Das reicht, wenn wir zu Hause sind. Jerry, und deine Mutter bitte. Und ich ein ernsthaftes Gespräch. Komm schon, Dad. Wir wissen beide, dass das für dich schlimmer wird Jerry, als für mich. Bitte. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Es ist egal, ob du das mit dem Rauchen verrätst. Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später.
Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Jessie! Jessie! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott! Jess! Was? Gut gemacht, Jess. Danke. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay, ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid. So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon.